Perspektive wird Ihnen präsentiert von der CSS-Versicherung. Ganz persönlich. Hauseigentümerverband Schweiz, Nummer 1 für Wohneigentum. Und die IHZ, die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Warum eine Verkältung der Bank für den Kanton Uri schon fast zu einer Lungenentzündung könnte werden? Warum die UKB bewusst auf ein grosses Fest verzichtet und das Geld lieber mit Hilfe der Bevölkerung nachhaltig einsetzen will? Perspektive, ein Wirtschaftsmagazin, das zeigt, wie Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer ihr Geld verdienen. Heute sind wir im Kanton Uri, besser gesagt bei der Urner Kantonalbank. Die Urner Kantonalbank ist das führende Finanzinstitut zu Uri und gehört zu 100% dem Kanton. Die UKB beschäftigt die 10 Geschäftsstellen, um die 100 Mitarbeitenden und zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton. Wir sind jetzt in der Geschäftsstelle der Urner Kantonalbank hier in Schattdorf. Neben mir ist das Mitglied der Geschäftsleitung, der Christoph Bugnon. Sie sind Luzerner, kommen aus Luzern, besser gesagt aus Sursee. Seit rund 5 Jahren sind Sie jetzt Wochenaufenthalter hier im Kanton Uri. Wie ist denn der Urner? Wie ist denn die Urnerin überhaupt? Also wie Sie gesagt haben, seit 5 Jahren bin ich jetzt bei der Urner Kantonalbank als Leiter Markt und ich habe sehr einen intensiven Kontakt mit der Urner Bevölkerung und ich erlebe den Urner als sehr offen. Kritisch, er springt nicht gerade auf alles drauf, aber er ist positiv kritisch, er setzt sich mit den Themen auseinander und geht dann wirklich vorwärts. Also von dem her bin ich auch sehr, sehr gut integriert worden, was jetzt mich anbelangt. Also ein eher unkomplizierter Mensch, der Urner? Ich erlebe ihn so, jawohl. Es gibt wahrscheinlich im Kanton Uri, wie es im Kanton Luzern auch gibt, wo der eine oder andere, der vielleicht kompliziert ist. Aber generell würde ich das sagen, es ist unkompliziert und aufgeschlossen. Also unkomplizierte Menschen, die im weitesten Sinn eigentlich Besitzer und Besitzerinnen von dieser Bank sind? Ja, als eigenständige Anstalt vom öffentlichen Recht, wie das ganz genau heisst, gehören wir im Kanton und mit dem natürlich jedem Urner. Jeder Urnerin und jedem Urner und davon fast sagen, fast jedem Kunden natürlich, der bei uns Kunde ist. UKB feiert das als 100. Jubiläum, ein runder Geburtstag und alles hat eigentlich vor 100 Jahren mit einem Konkurs angefangen. Ja, 1914 ist die Ersparniskasse Uri in Konkurs gegangen. Der Kanton als Eigner hat entsprechend dann entschieden, dass sie eine Kantonalbank gründen will. Am 2. Mai ist dann hier in Schattdorf, das ist ein historischer Platz eigentlich, der Landsgemeindeentscheid gewesen, dass wir die Kantonalbank gegründet. Und am 1. Juli haben wir eine Geschäftstätigkeit aufgenommen und im ersten Jahr bereits einen Gewinn von 124'000 Franken ausgewiesen. Etwa 68'000, 70'000 Franken sind dann Ablieferung an den Kanton. Wenn man das vergleicht ein bisschen mit den heutigen Zahlen, dann sind wir etwa 80 Mal mehr natürlich unterwegs und das zeigt, dass wir dank der Bevölkerung und dank der Eigentümerschaft die Bank eigentlich recht gut können weiterentwickeln können. Man kann schon sagen, heute hat die Bank, die Urner Kantonalbank, eine starke Stellung. Im Kanton Uri als verhältnismässig kleine Bank ist ja die grösste, aber im Kanton Uri. Es gibt natürlich Chancen, aber es birgt auch Risiken. Ja, wir haben natürlich starke Stellung hier im Kanton. Wenn ich denke, dass fast 7 von 10 Urner eine Kundenbeziehung haben mit uns. Im KMU-Gewerbebereich ist es noch höher, das sind 85 von 100. Jeder zweite Kredit, den wir dürfen gewähren im Kanton Uri, dürfen wir gewähren. Fast jeder zweite Franken, der angespart wird, ist auch entsprechend bei uns. Und das heisst, das ist für uns eine Stärke und das ist das Fundament, das ist die Chance. Wir können natürlich auf eine sehr treue und gute Kundschaft aufbauen. Auf der anderen Seite ist man als Stärkste auch angreifbar. Und es ist eine Herausforderung, die starke Marktstellung auch zu behalten. 100 Jahre ist ein stolzes Alter, das darf gefeiert werden. Aber ihr feiert das nicht mit einem grossen Fest, sondern ihr das Geld ein bisschen nachhaltiger investieren und die Bevölkerung darf da mitbestimmen, mitmachen, aktiv. Warum habt ihr euch für diesen Schritt dann entschieden?
Ja, das war auch ein Prozess gewesen, wobei ich muss sagen, es war eigentlich relativ kurz gewesen, dass man gesagt hat, man will nicht einen riesen Pomp machen, grosse Festivitäten, wo halt dann irgendwo viel Geld irgendwo ein bisschen verpufft und nicht eine grosse Nachhaltigkeit hat. Wir haben im ersten Zielsetzung haben wir etwas Nachhaltiges wollen schaffen und wir sind auch überzeugt, dass wir eigentlich heute nur dort stehen, wo wir stehen, weil wir Bevölkerung haben, weil wir unsere Kundinnen und Kunden haben und wir wollen ihnen etwas zurückgeben. Darum haben wir dann entschieden, die Projekte entsprechend zu lancieren, wo wir ja die Wünsche und Träume, die in dieser Bevölkerung rum sind, die vielleicht bis jetzt nicht können realisiert werden konnten, die Chance geben, etwas nachhaltig zu schaffen, wo man auch in den nächsten paar Jahren noch darüber reden. Also seit dem Monat kann man jetzt die Projekte einreichen, das geht dann bis Ende Juli. Dann schaut das eine Jury und eine Bevölkerung darf dann mitentscheiden, welche Projekte dann umgesetzt werden. Und ich glaube, da muss ich spicken, ich glaube, 2016, 2018 sollen dann die auch realisiert werden, schlussendlich. Oder? Ja, das ist richtig so. Es gibt Teilnahmekriterien, die werden entsprechend publiziert. Und dann sind wir an sich eigentlich sehr gespannt. Wir haben keine Ahnung, wie viel Resonanz das wird haben. Ob viel, ob wenig Projekte kommen, was für Projekte kommen. Wir haben versucht, das möglichst auch offen zu formulieren, offen zu definieren. Und das können kleine Projekte sein, es können grössere Projekte sein. Wir sind effektiv sehr, sehr gespannt, wie denn die Resonanz ist und was eingereicht wird. Den Anfang gemacht, das Jubiläumsjahr, haben Liebeserklärungen, das klingt so lustig. Ihr habt die Aufforderung gemacht, Liebeserklärungen für den Kanton Uri, dass die Leute mal die Liebeserklärungen einreichen. Was haben Sie eingereicht für eine Liebeserklärung? Ja, es ist ganz einfach, Uri hat man einfach gern. Bis Ende Januar sind über 300 solche Liebeserklärungen eingereicht worden, wo jetzt eben alle auf den Holzbalken kommen, wie der Beitrag von Philipp Sagen zeigt. Was bis jetzt nur elektronisch vorhanden war, nimmt langsam aber sicher Form an. Die Liebesbotschaften der Urner Bevölkerung werden hier bei Arnold Reklame zu Altdorf mit einem Laser auf einzelne Holzblättli eingebrannt. Für David Arnold, den Geschäftsleiter von Arnold Reklame, ist es ein spezieller Auftrag. Er ist stolz darauf, ein Teil vom Team zu sein, wo die Bänkli zum 100-Jahr-Jubiläum der Urner Kantonalbank realisieren darf. Es ist kein 0815-Auftrag. Es ist wie jeder Auftrag, den wir machen. Es sind immer Einzelfabrikate, sind Einzelanfertigungen. Und da muss man mit einer Sorgfalt dazu angehen und probieren. Aber ich nehme an, es ist auch ein bisschen speziell, als Urner dann können solche Botschaften zu drucken. Absolut speziell, ja. Für die eigene Heimat sowieso, ja. Auch der Cornel Betschart, Inhaber der Werbeagentur Blatthirsch, hat das Projekt begleitet und ist vor allem für den kreativen Part zuständig gewesen. Das Bänkli passt nicht nur vom Wort her zu der Urner Kantonalbank, sondern auch von der Symbolik. Es strahlt eine Ruhe aus, eine gewisse Weitsicht, aber auch eine Sicherheit. Es ist ganz sicher ein spezielles Projekt, weil es natürlich auch ein spezieller Kunde ist. Aber wir haben da wirklich Leute, die rundherum helfen. Eben, sei es jetzt da die Leute, die lasern, Schreiner, die da mithelfen, aber auch Programmierer, Fotografen und so weiter, die es da braucht. Und es ist sicher sehr vielseitig und spannend. Auf das Resultat ist man stolz. So sieht nämlich das erste Bänkli mit den Liebesbotschaften aus. Nicht nur der Cornel Betschart hat Freude, sondern auch die Petra Fischer von der Urner Kantonalbank. Sie, die das ganze Projekt zum 100-Jahr-Jubiläum leitet. Es hat wunderschöne Sachen drauf. Ich habe die ja schon gesehen, elektronisch, wo sie eingereicht worden sind. Und wenn man sie jetzt auf dem Bänkli sieht, das ist so poetisch, so kreativ. Es ist ganz ein gutes Gefühl. Die Bänkli sollen dem ganzen Kanton aufgestellt werden. Wo genau und wie viel ist im Moment noch offen. Neben der Bänkli-Aktion hat UKB aber noch ein zweites Geschenk an die Bevölkerung. Bis Ende Juli können Urnerinnen und Urner nämlich eigene Projekte eingeben, die für die Allgemeinheit sind und wo möglichst viele Leute im Kanton Uri davon profitieren können. Wir möchten möglichst, dass die Leute kreativ denken, out of the box denken. Wir wollen die Wünsche und Träume können unterstützen und wir wünschen uns möglichst, dass die Leute sagen, alles ist möglich. Welche Projekte schlussendlich realisiert werden, entscheidet dann die Bevölkerung und eine Jury im Herbst. Klar ist, dass die UKB dafür gerade mehrere 100'000 Franken in die Hand nimmt. Eine Investition, die sich lohnt.
Die Bank gehört in den Urnerinnen und Urner und Uri hat einen ganz starken Bezug zu Gemeinsamkeit, zu Mitmachen. Das war für uns ganz wichtig. Wir haben Werte, die wir leben, engagiert, verlässlich, unkompliziert. Wir wollten das zum Ausdruck bringen und wir wollen, dass unsere Vision die Wirkung erzielt. Die UKB ist einfach gut. Die Urner Kantonalbank will ihren Kunden etwas zurückgeben. Die Bevölkerung soll auf ihren Bänkchen träumen. Und wer weiss, vielleicht wird ja der ein oder andere Traum dank der Unterstützung der UKB schon gleich Wirklichkeit. Herr Bugno, eine Liebesbank ganz nach dem Motto, unser Uri, unsere Bank. Und als Aussenstehender, wenn ich jetzt die Bank ein bisschen kennengelernt habe, haben wir das Gefühl, in dieser Bank steckt viel Herzblut drin. Ich nehme an, die grosse Herausforderung ist es dann, wie bringt man das Herzblut raus in die Bevölkerung? Ja, ich habe, als ich vor 5 Jahren angefangen habe, ich glaube, das ist eines der ersten Interviews, das ich gegeben habe, irgend nach 100 Tagen, habe ich das so geäussert und gesagt, in dieser Bank steckt unheimlich viel Herzblut. Und das Herzblut ist Kundenorientierung. Man spürt immer wieder in den Diskussionen, in den Workshops, die man hat, intern, dass das Kundenanliegen ein unheimlich grosser Stellenwert hat. Und dass die Kundenorientierung so auch gelebt werden kann, muss man sich natürlich mit dem Wert, den ein Unternehmen hat, wie die Urner Kantonalbank, können identifizieren. Und an dem arbeiten wir sehr intensiv. Wir machen Workshops, wir machen Schulungen, wir haben Projekte, die am Laufen sind. Und ich glaube, nur mit der inneren Überzeugung bringt man es raus. Man kann das nicht befehlen, man kann das nicht irgendwo vorgeben, sondern es muss wirklich gelebt werden und an dem arbeiten wir und ich glaube, das klingt uns recht gut. Und das Engagement und das Herzblut spürt man nicht erst seit dem Jubiläumsjahr. Die Urner Kantonalbank engagiert sich seit Jahren für den Kanton Uri. Was wäre, wenn es die UKB nicht würde? Ich glaube, es ist wie das Motto vom 100 Jahre, dass man etwas zurückgeben will an die Bevölkerung. Auch unter dem Titel stehen die Engagement, die man hat, in den Sozialinstitutionen, in der Kultur. Und ich denke, dass viel stattfindet in dieser Art, wie es heute stattfindet, weil wir entsprechend die Gelder zur Verfügung haben und die auch entsprechend ausgeben können. Und das ist auch wieder nur möglich, wenn wir auch Kunden und Kundinnen haben, die uns treu halten und uns ermöglichen, Geld zu verdienen. Und wir sind einfach wichtig für uns, ist, dass man einen Teil wirklich auch wieder retour geben kann. Also das heisst, wenn du Geld brauchst, wenn du ein Fest gehst, UKB? Ja, man hat manchmal, ist das, was etwas diskutiert wird. Wir schauen das als positiven Punkt anschauen, dass wir begrüßt werden, dass man uns als Sponsor ja will. Weil letztlich ist auf einer Veranstaltung auch immer, wer transportiere ich. Wenn man irgendwo mit einer Institution nicht zufrieden wäre, will man ja auch nicht, dass sie als Sponsor auftritt. Für uns ist das positiv. Leider haben wir nicht genügend Mittel für alle Wünsche immer hundertprozentig zu füllen. Und das ist halt manchmal ein bisschen die Herausforderung, dass man den einen oder anderen auch unglücklich macht. Aber ich glaube, den grossen Teil können wir wirklich glücklich machen in diesem Kanton. Die Urner Kantonalbank hat Grund zum Feiern, nicht nur wegen dem Jubiläum, aber wenn man die Zahlen anschaut von 2014 mal, die sind wirklich manche bereitet Freude, trotz anspruchsvollem Umfeld, wie es immer steht, und erfreulichem rekordtiefen Zinsen. Ist sehr gut gelaufen letztes Jahr. Wie zufrieden sind Sie persönlich? Also wir sind mit dem 2014 sehr zufrieden. Ich selber natürlich auch. Es ist heute nicht selbstverständlich, dass man die Gewinne noch so erwirtschaften kann, wie wir es jetzt im 2014 hatten. Und auch das ist durch das grosse Engagement, durch das Herzblut eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich. Und letztlich mit einer Treue von vielen Kunden, die uns seit manchen Jahren treu sind. Und von diesem guten Geschäftsgang profitiert natürlich auch der Kanton Uri. Ihr habt wirtschaftliche Bedeutung auch für den Kanton. Das ist eine gewisse Verantwortung, die ihr habt gegenüber dem Kanton. Wie gross ist denn der Druck, den ihr selber persönlich spürt? Denn? Ja, der Druck ist grundsätzlich schon. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, es ist so eine Wechselwirkung, die man natürlich hat. Wenn es dem Kanton gut geht, wenn entsprechend Prosperität rum ist, wenn Entwicklungen rum sind, dann können wir von dem auch partizipieren. Und wenn es uns gut geht, können wir einen Teil wieder im Kanton zurückgeben. Also von dem her haben wir gegenseitig eigentlich die gleichen Interessen, nämlich dass es dem Kanton gut geht und dass es sich positiv und gut tut entwickelt. Aber man kann auch sagen, wenn die UKB verschnupft ist, hat dann der Kanton eine Lungenentzündung? Ja, so extrem würde ich es jetzt nicht gerade sagen. Aber ich glaube, die Ablieferungen, die man alle Jahre an den Kanton leistet, die helfen schon, die Steuern nicht mehr müssen zu erhöhen, dass man entsprechende Infrastrukturen machen kann. Ich glaube, das ist wichtig für den Kanton. Aber uns jetzt hier irgendwo an einen Ort herzustilisieren,
dass man sagt, ohne die Urne Kantonalbank gibt es eine Kantonuri nicht. Ich glaube, so überheblich dürften wir nicht sein. Trotz allem, wie gross ist jetzt bei Ihnen die Feststimmung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Stichwort Euro-Mindestkurs sage oder negative Zinsen? Ja, das ist natürlich wie, wenn man privat auch festet. Wenn man irgendwo ein bisschen Leberen auf der Laus hat, dann versucht man auch, die Feststimmung sich nicht zu verderben. Das machen wir auch nicht. Wir haben Freude, wenn wir schauen, ja, zurück auf 100 erfolgreiche Jahre. Die Bank hat sich unter unseren Vorgängern unheimlich gut entwickelt. Wir dürfen von dem jetzt profitieren, versuchen das weiterzuführen. Also die Laune lassen wir uns nicht verderben. Aber es ist klar, im Tagesgeschäft belastet das natürlich. Wir können im Moment 2015 noch nicht so richtig abschätzen, wie es rauskommt. Da sind noch Haufen Unbekannte rum. Wir haben das, was wir können vorkehren konnten, haben wir vorgekehrt und haben im Moment die Situation im Griff. Und es gibt vermutlich ein bisschen ein schwächeres Resultat als 2014, aber immer noch ein gutes. Es gibt noch viele Herausforderungen im Jubiläumsjahr. Die Bankenwelt wird sich weiterhin bewegen. In welche Richtung bewegt sich denn die UKB 2015? Die Thurner Kantonalbank bleibt die Thurner Kantonalbank. Wir sind in einer Marktregion als Kantonalbank schon vom Geschäftsmodell, wie wir unser Geschäft betreiben, dem Kanton verpflichtet. Von dem her wird es nicht Revolutionäres geben, aber es sind ganz sicher die ganzen Veränderungen, die es gibt, vor allem die elektronischen Kanäle, die Digitalisierung sogenannte, das ist sicher etwas, wo wir uns auch darauf einstellen wollen, dass wir auch dort den Kunden den Komfort geben können, den sie heute wollen. Der Kunde entwickelt sich, er hat andere Ansprüche und wir wollen mit diesen Ansprüchen selbstverständlich auch die nächsten 100 Jahre mitgehen. Das sind jetzt mal die geschäftlichen Geschichten, aber jetzt wünsche ich mal ein schönes Fest zum 100-jährigen Jubiläum. Genießen Sie das Jahr und vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals, merci. Gerade im Anschluss kommt der Martin Spiller mit der Sendung Geld. Uns gibt es dann in einer Woche wieder. Bis bald, Ade miteinander. Perspektive ist Ihnen präsentiert worden von der CSS Versicherung. Ganz persönlich. Hauseigentümerverband Schweiz, Nummer 1 für Wohneigentum. Und die IHZ, die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.